Ja, guten Abend hier in der Adolf-Weber-Lounge nach einer denkwürdigen Serie im Playoff-Halbfinale. Fünf sehr intensive Spiele mit sehr viel Dramatik, mit sehr viel Krimi. Das Tragische an den Playoffs ist, für die eine Mannschaft geht es gut aus, für die andere Mannschaft weniger. Auf jeden Fall möchte ich schon mal Bergisch Gladbach Respekt zollen für diese fünf Spiele. Sie waren sehr intensiv und bei so einer Serie kann dann sicherlich nur eine Mannschaft gewinnen. Bernd, deine Worte. Ja, also zunächst mal ist es klar, 3-2 gewinnt Dortmund. Ralf, Glückwunsch und ich wünsche dir viel, viel Erfolg und Fortune für die Finals. Es war tatsächlich Eishockey gut, also nee, ich fand, es war ein Spitzen-Eishockey, fünf Spiele, hart umkämpft. Das ist, glaube ich, das, was wir sehen wollen und uns erhoffen, wenn man am Ende der Saison Playoff spielt. Wenn man mich jetzt zum Spiel heute fragt, da muss ich berücksichtigen, dass hier die Kamera läuft, also sage ich zu 50% nichts. Klar, wer dann nachher die Tore schießt, hat auch gewonnen und damit ist es durch. Und es ist auch nicht, dass ich das missgönne. Im Gegenteil, Dortmund hat eine gute Mannschaft, hat auch einen sehr guten Headcoach. Und ich bin nur Trainer. Deswegen kann ich also nur noch mal gratulieren. Aber ganz ehrlich, und das sage ich nochmal, diese fünf Spiele mit dem Niveau in der Regionalliga haben die Schiedsrichter nicht verdient. Besten Dank, Bernd. Ich kann nachempfinden, wie du dich fühlst und trotzdem Respekt für deine Worte und wir wollen hören, was der Dortmunder Trainer sagt. Ja, der ist fröhlich. Man merkt es mir nicht an. Ich kann das immer gut verbergen. Aber erstmal danke für die Glückwünsche. Was soll ich sagen? Dortmund aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Eine fantastische Serie, auch sportlich fantastisch. Die beiden Mannschaften waren wirklich am Top-Eishockey gespielt. Und zwar wirklich alle fünf Spiele war es immer hart. Heute habe ich echt gedacht, nach dem ersten Drittel, wollte eigentlich schon nach Hause gehen. Ich habe gedacht, wir sind so tot, wir haben gar keine Chance. Und wenn wir dann 3-4 am Anfang drin haben, kann sich keiner beschweren. Aber irgendwie haben wir eine Initialzündung gehabt und sind dann zumindest kämpferisch zurückgekommen. Haben dann Gott sei Dank auch in den entscheidenden Momenten die Tore geschossen. Ich kann meiner Mannschaft nur den Hut ziehen. Wir liefen also kraftmäßig auch ein bisschen auf der Felge, aber sie haben nochmal alles rausgeholt. Natürlich Bergisch Gladbach genau dasselbe. Ich als, das muss ich einfach mal sagen, als ehemaliger Nachwuchstrainer, guck mir einfach so Spieler wie Brockelt, wie Ahlberg, wie Dreschmann. Da bin ich dann meistens Eishockey-Fan sogar an der Seite, wenn ich da zugucke, was die können, was für ein technisches Niveau die haben. Die gehören noch nicht mal in diese Liga. Natürlich haben wir auch gute Jungs, aber die stechen wirklich heraus. Und ich bin stolz, dass wir die so unter Kontrolle gebracht haben, dass wir zumindest das Spiel gewinnen. Also nochmal, Bernd, vielen Dank für die Serie. Er ist immer ein ganz fairer Gegner. Früher war mal das nicht so. Ne? Wie lange kennen wir uns? Ja, wir haben uns erstmal ziemlich bekriegt. Ja, war unangenehm. Er in Köln, ich in Iserlohn, da war immer Heckmeck und Trara. Aber irgendwann Altersmilde nennt man das, glaube ich, ne? Wenn man das will. Ja, also alles gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin jetzt auch so ein bisschen durch, auch angeschlagen, aber wir feiern das jetzt erstmal und bereiten uns dann für Freitag gut auf die Finales vor. Dankeschön. Danke, Florian. Dir, Bernd, und deiner Mannschaft wünsche ich trotzdem eine leidlich passable Rückfahrt. Es wird schwer sein, das zu verdauen. Ihr habt, wie gesagt, den Respekt für die Serie verdient. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr, in der nächsten Saison wieder und dann gibt es neue Duelle. Ansonsten hier schon mal der Hinweis, wir haben damit die Finalserie gegen die Ratinger Ice Aliens erreicht. Das erste Spiel wird bereits am Freitag in dieser Woche in Ratingen stattfinden. Ich gehe mal davon aus, dass es 20 Uhr ist. Unser erstes Heimspiel wird
am darauffolgenden Tag, am Samstag um 19 Uhr hier stattfinden müssen, weil wir am Sonntag nicht spielen können, weil dort nebenan so eine andere Veranstaltung mit dem Lederball ist. Also die ersten Spiele Freitag in Ratingen, Samstag hier. Die Serie geht auch wieder Best of Five und wir brauchen jetzt Zeit zum Durchschnaufen, zum Erholen. Und wir sehen uns dann hier doch nochmal. Schönen guten Abend.